das spielt der Kopf, das ganze Mindset so eine große Rolle. Wenn jetzt jemand Unternehmer werden will und den unbedingten Willen hat, ja, dann wird er es auch schaffen. Grüß dich und herzlich willkommen zu den Best of Seven des Sports Medic Podcast. In dieser Woche wieder mit zwei spannenden Unternehmern, einmal den Marius Keckeisen und den Jürgen Dörr, beide von BlackRoll aus dem Verwaltungsrat. Sehr inspirierende Geschichte, die sie uns im Podcast erzählt haben zur Gründung und zum Aufbau des Unternehmens. Und heute haben wir hier die Best of Seven für euch. Und ich starte mit der Frage 1 und die geht an Jürgen. Wie hast du denn damals den ersten mit BlackRoll verdienten Euro wieder investiert? Sofort wieder neues Material. Marius, die Frage 2. Wer oder was inspiriert dich, jeden Tag besser zu werden? Ich glaube, das ganze Themenfeld, in dem wir tätig sind, einfach zu sehen, wie man mit extrem einfachen Tools jedem Menschen noch was Gutes tun kann, ob es jetzt bei Leistungssportlern im Bereich Performance, aber auch bei der breiten Bevölkerung im Bereich Wohlbefinden, Schmerzen oder auch allgemeiner Gesundheit ist. Und da ganz einfache Tools zu schaffen und dann das Feedback aus dem Markt zu kriegen, das hat mir unfassbar geholfen, ohne dass ich jetzt eine Operation machen musste oder ich habe meine Schmerzen da und da wegbekommen, weil ich das Produkt von euch benutzt habe oder seitdem ich euer neues Kissen habe, schlafe ich so gut wie selten und meine Nackenschmerzen sind weg. Dieses Feedback, wenn man mal ein Produkt entwickelt hat und oder auf den Markt gebracht hat, ist einfach phänomenal. Jürgen, die Frage 3. Welche drei Eigenschaften sind für dich als Unternehmer unverzichtbar? Also Nummer 1 ist sicherlich die Ausdauer. Also ein Sprinter, ein 100-Meter-Sprinter wird kein erfolgreiches Unternehmen führen über lange Zeit. Das heißt eher der, der einen Halbmarathon oder einen Marathon läuft. Ja, die Ausdauer ist ganz wichtig. Dann die Zähigkeit, das heißt durch Widerstände zu gehen. Nicht bei den ersten Sachen, die halt schief laufen, zu sagen, okay, das funktioniert nicht. Also dort dauerhaft dranbleiben. Zum dritten, und die drei Sachen, die wichtig wahrscheinlich alle gleich, ist es die Begeisterungsfähigkeit. Das heißt, wenn du andere Leute nicht begeistern kannst für irgendwas, dann wirst du, ich sag mal, nicht zum Erfolg kommen. Weil es gibt eben so viele Dinge. Und wenn jetzt alles nach dem gleichen Schema präsentiert werden würde, dann würden die Leute sich, könnten sie sich gar entscheiden aus so vielen Dingen. Das heißt, die Leute entscheiden sich immer für das, was mit ehrlicher Begeisterung und Authentizität vorgetragen und vorgestellt wird. Die nächste Frage ist die Frage 4 und die geht an euch beide. Zuerst an dich, Marius. Was war die wichtigste Entscheidung, die du jemals getroffen hast? Das ist eine harte. Ich glaube, auf meinen Bauch zu hören und intuitiv zu entscheiden, ohne mich zu stark zu verkopfen. Die Entscheidung, dass die Entscheidung, die intuitiv kommt, die richtige ist und dass ich darauf vertrauen kann. Jürgen, was ist es bei dir? Also ich sag mal, langfristig war es die Entscheidung natürlich zu sagen, ich mache mein eigenes Business. Und da wiederum eine Steigerung. Also ich wollte dann kein Handelsvertreter mehr sein, weil ich habe dann ein, zwei Mal eben die Erfahrung gemacht, dass man eben voll abhängig ist von einem Unternehmen, für das man zwar selbstständig verkauft, aber dann trotzdem wie an der Nabelschnur hängt. Und da war für mich einfach der Wunsch, etwas zu machen, wo ich frei entscheiden kann, in welche Richtung und was und wie und so weiter. Das war sicherlich der entscheidende Punkt. Ja. Die nächste Frage 5 geht an dich, Jürgen. Worauf bist du am stolzesten, was aber nicht so wirklich jemand von dir weiß? Viele wissen sicherlich nicht, wie oft ich in meinem Elternhaus bin oder wie oft ich mit meiner Mutter Zeit verbringe. Ja, das macht mich jetzt im Moment ein bisschen stolz, weil ich sehe, dass wenn meine Mutter nicht so viel Zuwendung kriegt, dass sie viele Dinge nicht mehr könnte. Das finde ich auch eine Geschichte, die wichtig ist, weil ich sehe und weil ich weiß, was meine Mutter für mich gemacht hat. Und im gleichen Zug versuche ich gerade einiges zurückzugeben. Das kann man, glaube ich, allgemein auf alles runterbrechen. Und auch wer das Gespräch mit euch noch nicht gehört hat im Podcast, da war das Thema Familie auch ein großer Punkt. Deswegen hört da auch gerne nochmal rein. Danke für die Offenheit auf jeden Fall. Marius, die Frage 6. Wenn BlackRoll heute nicht mehr da wäre, von heute auf morgen verschwunden, welche drei Erkenntnisse aus der Zeit mit BlackRoll würdest du trotzdem, wenn du es könntest, der Nachwelt hinterlassen? Wenn man jetzt auf BlackRoll schaut, dann ist mit Sicherheit eine Erkenntnis, dass man nie voreilig Sachen bewerten sollte. Also jeder, der vermutlich diese Rolle irgendwann mal gesehen hat, hat nicht verstanden im ersten Moment, wie viel Gutes so ein Produkt tun kann,
wie erfolgreich ein Unternehmen mit so einem Produkt werden kann und aber auch, was für ein wichtiger Bestandteil das eigentlich in unterschiedlichsten Bereichen, ob es jetzt Training oder auch Therapie ist. Und ich glaube, das kann man auch übertragen auf verschiedene andere Bereiche. Also wirklich zu voreilig Schlüsse zu ziehen oder auch Menschen oder Sachen zu bewerten, ist, glaube ich, nie der richtige Weg. Und das ist mit Sicherheit eine Erkenntnis, die man sehr gut der Nachwelt hinterlassen kann. Jürgen, wolltest du was ergänzen? Also ich teile das auf jeden Fall alles, klar. Na, das ist so, auf den ersten Blick erscheint manches, ich sage jetzt mal, zu banal. Und das war auch die Schwierigkeit des Produktes. Viele haben das eingeschätzt, so, okay, was ist das, so eine Rolle? Das kann ja nichts, ja. Das Produkt selber kann nichts, aber die Motivation, dass man mit dem Produkt Dinge lernen kann über sich selbst, das ist zum Beispiel meine große Erkenntnis, ja. Es gibt immer wieder Dinge, da zeigt einem ein simples Produkt erst die Möglichkeiten auf, die man als Mensch hat, Dinge wie Hilfe zur Selbsthilfe, ja. Das heißt, allein dadurch, dass der Mensch die Entscheidung trifft, dass er sein Schicksal selbst in die Hand nimmt, also es ist Rückenschmerzen oder ewiger Nackenschmerzen, und er geht es jetzt selbst an und sagt, okay, ich versuche das jetzt selbst zu lösen und gehe jetzt nicht irgendwo hin und lass mir helfen mit verschiedenen Dingen. Allein diese Geschichte hat so einen Auslöser, auch an Selbstheilungskräften im Körper, und daran glaube ich. Und das, glaube ich, können wir noch viel, viel mehr vermitteln und mit einfachen Dingen auch beweisen und zeigen, dass es funktioniert. Wenn man an das glaubt, dass man, ich sage jetzt mal, in der Richtung wieder Erfolge hat, also gesund wird oder Heilung erfährt, das spielt der Kopf, die Atmung, das ganze Mindset so eine große Rolle. Und das wird meiner Meinung nach noch total unterschätzt. Also ich sage mal zum Thema jetzt Motivation und so weiter, wenn jetzt jemand Unternehmer werden will und den unbedingten Willen hat, ja, dann wird er es auch schaffen. Er muss einfach nur dranbleiben und immer an das glauben, was er kann und was er mal macht. Dann haben wir noch eine letzte Frage auf der Uhr und die geht nochmal an euch beide. Ist auch ein bisschen einfacher als die letzten Fragen. Welche Unternehmerinnen oder Unternehmerstory aus dem Sport würdet ihr gerne mal hier im Podcast hören? Es gibt ja viele, viele große Stories, klar. Was mir immer gefällt, ist natürlich die Geschichten aus dem Sport, die halt teilweise schon 70, 80 Jahre alt sind oder 50 Jahre alt sind, wie jetzt Nike oder so. Die anderen Sachen, muss ich gestehen, gibt es jetzt nicht so viel, die mir jetzt sofort einfallen. Es gibt die großen Tech-Unternehmen, ne? Es gibt die großen Geldeinsammler in Berlin, die damit wieder raketenmäßige Firmen gründen und an die Börse bringen. Die Stories habe ich auch alle gelesen, ja, keine Frage. Aber in der Liga sehe ich mich auch nicht, also hier irgendwie Geld einzusammeln und dann neue Dinge zu machen. Ich habe immer schon gesagt, schwäbisches Unternehmertum ist irgendwas zu gründen, zu machen und aus eigener Kraft zu wachsen. Und mit möglichst wenig, also personell natürlich, aber mit wenig äußeren Fremdkapital das aufzubauen. Hast du jemanden im Kopf aus deinem Umfeld, der das sein könnte, den ich hier mal vors Mikrofon kriegen sollte? Also mit Sicherheit auch unser Produzent, unser Lieferant, der auch eine tolle Story gemacht hat, mit uns zusammen, aber auch jetzt mit anderen neuen Ideen, die er einfach technisch super umsetzt. Marius, wie ist es bei dir? Wen würdest du gerne mal hier hören? Was, glaube ich, mal spannend wäre, ist eher ein kleineres Startup zu interviewen, die quasi gerade in der Wachstumsphase sind oder gerade dabei sind zu wachsen und die mal zu interviewen, wo eigentlich gerade die Pain Points sind. Weil ich glaube, das ist sehr, sehr spannend, auch bei kleineren mal drauf zu gucken, wie geht's voran, in welcher Phase stecken sie gerade und wo tut's weh. Das müssen wir auf jeden Fall herausfinden. Ich danke euch vielmals für eure Zeit. Liebe Grüße nochmal nach Stuttgart und auch in die Schweiz. Macht's gut und ciao, ciao. Danke, tschüss. Ciao, Daniel. Vielen Dank fürs Reinhören. Ich hoffe, du hast jetzt einiges aus den Antworten unseres Gastes für deinen Sportbusiness-Alltag mitnehmen können. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann mach's am besten wie über 250 Hörer vor dir und hinterlasse uns eine kurze Bewertung auf Apple Podcasts. Den Link dazu gibt's hier in den Shownotes. Danke dir vorab für deine Unterstützung und wir hören uns nächste Woche wieder. Mach's gut und ciao, ciao.